Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Diablo 4. Heute geht es um Runen. Ganz viele Runen wollen wir haben. Runenworte sind zum Teil sehr, sehr mächtig. Man sieht es daran, dass ich hier endlich das Runenwort für meine Waffe bekommen habe, was ich die ganze Zeit haben wollte. Am Gameplay im Hintergrund erkennt man es eventuell. Und ich habe lange, lange gebraucht, sie zu bekommen, bis ich dann endlich auf die Idee kam, es einfach richtig zu machen. Bosse legen alleine war auf alle Fälle eine Hilfe. Also generell für Runen Bosse machen ist eine Hilfe, kann man sagen. Aber es geht noch besser. Und wie das Ganze am allerbesten funktioniert, jedenfalls in meinen Augen persönlich, nach meiner Erfahrung des heutigen kompletten Tages, wo ich hin und her getestet habe, was gut funktioniert oder was nicht, was, wie gesagt, das Beste in meinen Augen ist, gibt es gleich direkt nach einer kurzen Werbepause. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Gold, Items oder auch Boosts für Diablo 4, checke einfach MMOXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und erhalte so nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und damit sind wir auch schon zurück und wir jagen hier, wie ihr gerade im Hintergrund seht, einen Reichwandler. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den von Nahantu. Der ist leider nicht so oft verfügbar, aber das ist für euch ja die beste Variante, die allerbeste Variante, vernünftige Runen zu bekommen, ist jedenfalls meine Meinung persönlich, nachdem ich das, wie gesagt, jetzt relativ viel durchgetestet habe. Ihr bekommt natürlich Runen bei den Bossen. Ihr bekommt Runen bei der Blutjungfrau, aber selten. Selten, muss man auf alle Fälle sagen. Und bei Andaria und Duriel bekommt ihr ganz gut Runen, finde ich persönlich, wobei die anderen, sage ich mal, kleineren Bosse in Anführungsstrichen dort nicht so wahnsinnig gut geeignet sind, so Lord Sia oder Gregoire oder so. So richtig fett droppen tun die Jungs nicht, ist jedenfalls meine Meinung. Und ihr könnt natürlich alternativ auf alle Fälle probieren, mit diesen normalen Runen, die ihr bekommt, dann natürlich beim, jetzt überlege ich gerade, beim Alchemisten oder beim Juwelenschmied vorbeizugehen und euch dort neue craften zu lassen. Ich glaube, beim Alchemisten genau, ne, ist es der Fall, dass ihr euch dort Runen herstellen lassen könnt, indem ihr halt vorhandene eintauscht. Achtet da aber auch ganz wichtig drauf, dass ihr, wenn ihr ein bestimmtes mythisches Item euch eventuell mit Runen kaufen wollt, dass ihr nicht das entsprechende dann einfach halt dort versemmelt. Nur als kleiner Hinweis. Das Gute ist natürlich, bei Bossen ist natürlich dann die Möglichkeit größer, dass ihr dann dort, ja, nicht nur Runen erhaltet, sondern halt natürlich auch die Chance auf mythische Gegenstände habt und sehr, sehr gute Uniques. Aber trotzdem, gerade für Runen finde ich das wirklich ganz, ganz wichtig und essentiell, dass er hier, wie ich eben gerade, den Reichwandler hier tötet, in Nahantu. Denn hier gibt es für euch eine wunderbare, perfekte Möglichkeit, um richtig, richtig fette Runen abzugreifen. Dafür ist es ganz wichtig, wenn ihr dann hier geklärt habt und dann hier das Tor aktiviert, ne, dass ihr hier sockelbare Gegenstände auswählt. Ihr seht, ihr braucht 3 Engelshauch, sollte das geringste Problem sein. Sockelbare Gegenstände, das ist das, was ihr haben möchtet. Und diese Möglichkeit habt ihr halt nur beim Reichwandler in Nahantu. Und das gibt euch am Ende nämlich den Opal der sockelbaren Gegenstände. Und mit diesem wiederum ausgerüstet seid ihr schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Es lohnt sich dann allerdings nicht. Ich habe es getestet, Nightmare Dungeons, ich habe die Blutjungfrau getestet, ich habe die Bosse getestet und ich finde weiterhin, dass die Möglichkeit, die beste Möglichkeit für euch ist, dann mit diesem Opal ausgerüstet natürlich zu gehen in die Unterstadt von Kurast. In die Unterstadt von Kurast lohnt sich das in meinen Augen am meisten. So, der Boss ist down und dann, wenn wir die Truhe hier öffnen, seht ihr gleich zweimal Opale der sockelbaren Gegenstände, die ich hier bekommen habe. Ihr seht es öfters, aber ist es für mehr als einen Charakter, deswegen kam hier mehr bei rum. Und das ist das, was ihr haben wollt. Hier unten diese blauen sind das. Ich gehe da mal kurz rüber. Dort, brüllender Opal der sockelbaren Gegenstände erhöht zusätzliche Edelsteinfragmente oder ab und zu auch Runen fallen zu lassen. Ich werde damit auf alle Fälle noch einmal zu den infernalen Horden mitgehen.
ob es sich da eventuell ein bisschen mehr lohnt, aber ich denke, mehr als Kurast ist einfach nicht drin. Wir gehen jetzt einfach mal nach Kurast rüber. Und hier nutzt ihr dann ganz wichtig Tribut der Harmonie. Tribute können immer und überall droppen. Ihr farmt die vorher in Nightmare Dungeons, bei der Legion, bei den infernalen Horden, wo auch immer, bei Bossen natürlich, also Tribute, also Weltboss meine ich jetzt gerade in diesem Fall. Tribute habt ihr überall Möglichkeiten für zu bekommen und die Tribute der Harmonie sind halt die für Runen. Und wenn ihr dann mit diesen Runen hier die Unterstadt von Kurast erledigt, dann kommt dabei richtig was raus. Vielleicht ganz kurz als Hinweis, falls ihr es nie gemacht haben solltet. Für alle Gegner, die ihr tötet, wir gehen erstmal auf den Schrein ein, den ich gerade im Hintergrund habe. Wenn ihr so einen Schrein aktiviert, achtet mal unten auf mein Lichtlevel oder besser gesagt rechts unter der Karte. Da seht ihr diesen Lichtlevel, der geht halt immer hoch, umso mehr ja, ihr von diesen Flammen entzündet. Ihr seht die Zeit, die abläuft, die 72 Sekunden. Dort kommen wieder Gegner mit orangem Symbol dran, mit einer Sanduhr dran. Die verlängern die Zeit, wie lange ich hier unten habe. Ne? Ihr seht das hier, wie die Zeit jetzt nach oben gesprungen ist, eben gerade so einen dicken weggemacht. Und ihr wollt nach Möglichkeit, wollt ihr alle vier voll bekommen. Ich habe es öfter gehabt, dass ich nicht alle vier voll bekam. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ganz genau, woran es sagt, weil halt eigentlich habe ich wirklich alles weggemacht. Und da unten seht ihr schon wieder auf der Karte, hier oben mache ich erst nochmal ganz kurz die Orangen weg, um nochmal ein bisschen Zeit auf die Uhr zu bringen. Und dann kann ich da unten wieder hier die Flamme aktivieren. Und wenn ich dann hier die entsprechenden Gegner dazu platt gemacht habe, dann steigt mein, ich sag's wieder, Lichtlevel sehr, sehr stark an. Und ihr wollt nach Möglichkeit das Ganze auf 4 haben. Wie gesagt, Mobs geben auch zwischendurch Licht. Ne? Ihr seht das hier, da bin ich hier momentan gerade relativ enttäuscht, dass hier wirklich so wenig bei rumkam, dass noch nicht mal Lichtlevel 1 voll ist. Aber nach Möglichkeit, wie gesagt, meistens geht sich das ganz gut aus, dass ihr dann 4 voll bekommt. Lohnt sich nur mal halt für die Leute, die es noch nie gemacht haben. Ne? Deswegen habe ich das jetzt erwähnt, wenn wir schon sowieso hier unten sind. Zu Kurast hatte ich noch kein Video und deswegen ganz kurz hier die Mechanik einfach mal so ganz kurz quick und dirty auf alle Fälle erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt gehen wir mal direkt rüber und springen zum Bosskampf hin. Und ich sehe auch gerade, dass es einer von den Versuchen, wo ganz, ganz bisschen was gefehlt hat, um die 4 komplett voll zu bekommen. Ganz, ganz schade. Ich habe da noch mal ein bisschen was getötet, aber ich habe eigentlich echt alles leer geräumt. Es hat für die 4 nicht gereicht. Dann habt ihr hier Zeit ohne Ende. Macht den Boss und dafür seht ihr gleich, gibt es richtige Runen. Da kommen richtig Runen bei raus. Und das ist, wie gesagt, persönlich finde ich meine positivste Erfahrung, was Runen betrifft. Wir sehen das hier gleich, wenn es hier anfängt, hier da zu ploppen. So, kurz hier mein P2 aufheben. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Loot. Und dann hier hinten seht ihr die Runen. Ist nicht schlecht, ne? Die Ausbeute ist, würde ich mal sagen, nicht schlecht. Und deswegen Tribut der Harmonie plus ganz, ganz wichtig, den Opal der sockelbaren Gegenstände vom Reichwandler aus Nahantu. Das ist das Allerwichtigste, um am meisten Runen abzugrasen. Habt ihr anderes erlebt? Habt ihr einen anderen Tipp? Sagt ihr zum Beispiel halt, infernale Horden auf alle Fälle mitmachen, muss ich nämlich gleich noch testen, dann schreibt das gerne unten rein in die Kommentare, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten habt ihr so eine wunderbare Gelegenheit, wie ihr eure Runen massiv aufstocken könnt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Verpasst hier weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.